meine lieben Kreativpfötchen, schön, dass ihr da seid. Wir basteln heute zusammen einen Adventskalender. I know, es ist spät. Gestern kam ja mein Last-Minute-Adventskalender. Heute möchte ich mit euch mal einen für Kinder basteln. Und zwar habe ich Toilettenpapierrollen gesammelt. 24 Stück an der Zahl, also eigentlich habe ich mehr gesammelt, aber ihr braucht 24 Toilettenpapierrollen, wenn ihr diesen nachbasteln möchtet. Falls ihr Toilettenpapierrollen ohne diese Rollen habt oder falls ihr andere Methoden habt, also was heißt andere Methoden, falls ihr nicht gesammelt habt, egal aus welchem Grund auch immer, die Dinger gibt es auch zu kaufen bei VBS, sind gar nicht so teuer. Sind dann tatsächlich ein Hauch stabiler, soweit ich weiß. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Das sind jetzt sehr, sehr viele. Tatsächlich sind 24 Stück und ich habe die alle schon bemalt. Diese hier sind bunt bemalt. Ihr könnt aber die Farbe wählen, wie ihr da drauf Lust habt. Also was ihr da gerade als sinnvoll erachtet. Ich möchte heute mit euch ein Boot zusammenbauen und später zeige ich euch nochmal drei andere Varianten. Ihr könnt selber entscheiden, wie kompliziert euer Adventskalender wird, wie aufwendig er wird. Das ist alles frei euch überlassen. So, ich habe mich entschieden für diesen hier, dass ich gerne vorne als Verschluss Krepppapier benutze. Und zwar möchte ich gerne dieses Hellblau, das finde ich recht schön. Knister, knister, wir holen es erstmal raus. Ich erkläre euch später auch noch, was für andere Methoden ihr wählen könnt. Das heißt, wir kleben erstmal um jede Toilettenpapierrolle oben selbstklebendes Klebeband. Also doppelseitiges Klebeband, so rum. Selbstklebendes Klebeband. Ja, genau. Läuft bei dir heute. Ich benutze jetzt das vom Action, weil Meier wird nur dieses Jahr benutzt. Das heißt, es stört mich nicht, dass die Action-Klebebänder hören ja irgendwann mal auf zu kleben, beziehungsweise sie haben auch das Problem, dass sie nicht säurefrei sind. Das heißt, das Ganze geht dann, das sieht man dann durch dünne Papier. Zum Basteln, wenn ich eine Karte bastel oder wenn ich ein Scrapbook mache oder sonst irgendwas, was ich verschenke oder was für eine längere Zeit halten sollte, benutze ich das tatsächlich nicht. Hier stört es mich überhaupt nicht, weil, wie gesagt, das ist, wird nur dieses Jahr verwendet. Dies wird jedes Jahr, kann man den neu machen. Man kann ihn auch, wenn er einem so gut gefällt, dass man sagt, hey, ich lager den ein, kann man den auch einlagern. Dann benutzt aber anderes Klebeband, wenn ihr das machen möchtet. Für mich ist das okay, meine Nichte wird den danach wahrscheinlich entsorgen. Oder vielleicht bespielen, da bin ich mir noch nicht sicher. Das wird sie dann spontan entscheiden, wie ihr das Ganze gefällt. Letztes Jahr, den hat sie kaputt gespielt. Also was heißt kaputt gespielt? Den hat sie tot geliebt, nennen wir es mal so. Da gab es eine, was habe ich ihr denn letztes Jahr gebaut? Ich glaube, was Burgenähnliches. Huch. Aber das war auch ein bisschen aufwendiger. Hätte ich damals schon YouTube gemacht, hätte ich euch das sehr, sehr gerne gezeigt. Vielleicht mache ich nächstes Jahr nochmal ein. Mal schauen. Auf jeden Fall kleben wir jetzt erstmal hier rum. Und dann zeige ich euch gleich, wie man das Kreppband festmacht. Ich habe sie jetzt alle mit Klebeband umwickelt und jetzt darf das Kreppband drauf. Kreppband deshalb, weil es ist super drüber zu ziehen und es ist leicht zu zerreißen. Und ist auch von der Beschaffung her überhaupt nicht teuer. Also die gibt es beim Action
Die, ich habe jetzt meine von Ideen mit Herz irgendwann mal, ich weiß gar nicht, ob ich die gekauft habe oder ob ich die mal in einem Überraschungspaket dabei habe. I don't know. Aber auf jeden Fall ist das, ist Kreppband super einfach zu beschaffen und tut auch überhaupt nicht weh. Also das sind vor allen Dingen Low-Budget-Adventskalender. Ich weiß, ich habe die, beziehungsweise es kommt dann halt auch auf die Füllung drauf an. Aber sie sind relativ einfach zu basteln und man kann sie von teuer bis günstig mit allem befüllen. Ich weiß, in meiner Kindheit hatten wir die immer. Also wir waren ja drei Kinder. Ich bin das jüngste von allen dreien. Meine Mama ist alleinerziehend gewesen. Und ja, da war es halt immer wichtig, dass es jetzt nicht der opulente oder der teure Adventskalender ist, sondern dass er einfach schön war. Und wir haben uns immer darüber gefreut. Also ich weiß, ich habe die sehr, sehr lange bekommen, diese Art von Adventskalender. Und ich hatte jetzt vor kurzem, als ich meinte, hey, ich will mal so ein Video drüber machen, ich finde die ganz toll, was hast du denn da reingefüllt? Hat sie mir dann erzählt, sie hat auf dem Flohmarkt zum Beispiel Playmobil-Sachen gekauft, schon vorher, also das hat sie länger geplant, als ich jetzt das Video gemacht habe. und hat dann schon im Sommer geguckt, was haben wir nicht, was findet sie günstig und hat dementsprechend das dann gekauft. Hat es dann gereinigt und dann aufgeteilt für die Adventskalender. Und so hatten wir unseren eigenen individuellen kleinen Playmobil-Adventskalender. Noch, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie lange es Playmobil-Adventskalender schon gibt. Aber auf jeden Fall viel günstiger und viel einfacher als der gekaufte. Und viel persönlicher, fand ich immer total schön. Für meinen Bruder gab es Hot Wheel Autos, meine Schwester hat teilweise Schlümpfe reinbekommen. Sie hat es dann wirklich individuell aufgeteilt. Dann gab es Süßigkeiten mit rein, aber nicht viel. Also tatsächlich waren dann von 24 Tagen vielleicht 3 oder 4 Mal Süßkram drin. Das kam aber dann auch wirklich drauf an. Das könnt ihr ja, also was ich eigentlich sagen möchte. Ihr seht, wie unterschiedlich er zu befüllen ist. Man muss halt nur darauf achten, dass es in diese kleinen Röhrchen passt. Und ansonsten kann man das befüllen mit was auch immer man möchte. Das finde ich halt so unendlich toll daran. Wenn man schon ein bisschen vorplant und ein bisschen überlegt, kann man da wirklich, wirklich langerhand planen, günstig was reinpacken. Und klar, man kann jetzt auch in jede Tür einen 20 Euro Amazon-Gutschein oder PlayStation-Gutschein reinpacken. Aber wer will das? Ganz ehrlich. Das ist ja dann noch irgendwo so ein bisschen schade. So, bevor ich die jetzt alle ausschneide und am Ende passen sie nicht, das wäre nämlich super doof, probieren wir das jetzt mal an einem. So, nehmen wir uns mal. Ziehen dann wichtig, dass die Folie ordentlich hält. Ihr wisst, immer Klebestreifen gut andrücken. Eigentlich gehe ich mit dem Falzbein drüber, aber das könnte jetzt hier ein bisschen schwierig sein. Dann einmal abziehen. Und dann aufbringen. So, so. Wenn die Klebefläche wie hier nicht ganz zu ist, macht das überhaupt gar nichts aus, denn wir kleben die ja später noch aneinander. Falls ihr euch jetzt fragt, wie man die befüllt, von hinten, das zeige ich euch aber auch gleich noch. Erstmal klebe ich die alle rein. Es sind jetzt alle 24 mit Kreppband, also Krepppapier ausgestattet. Ihr müsst vorsichtig sein, wenn ihr die schneidet, reißt ihr. Also können die reißen.
Und macht sie vielleicht ein bisschen größer, lieber ein bisschen größer als ein bisschen kleiner, dass ihr noch Spiel habt. Auch beim Beziehen, wenn ihr die Rolle nochmal bewegt, können die reißen. Das ist jetzt nicht schlimm, da kommt später die Zahl drüber. Alles nicht so melodramatisch, passt nur ein bisschen auf. Krepppapier ist wirklich, wirklich empfindlich. Deshalb benutze ich dafür ja auch. So, also, ich habe jetzt 24 Stück davon und die möchte ich jetzt erstmal ordentlich drapieren. So wie ich das haben möchte. Ich möchte nämlich ein Boot machen. Und ich habe hier Folgendes überlegt. Man muss ja immer überlegen oder man muss ja immer auch aufpassen, dass es sind 24 Türchen, sprich 24 Klorollen, Klopapierrollen, dass sie ordentlich angerichtet sind. So, wir haben dunkelblau, wir haben dieses hier. Ich habe mich extra für bunt entschieden, weil ich bunt schön finde. Ich bin jetzt nur gerade am Überlegen, wie ich das am besten mache. Also, ich möchte hier unten, ist mal die 1, das kann Schornstein werden, 2, 3, 4, 5. Sechs. Hier vorne ist noch ein grüner. 7. Und hier kommt nochmal die 8 hin. Wundert euch nicht, die sind auch innen bemalt. Okay, das sieht man bei einer dunklen Farbe eher schlecht. Hier sieht man super, die sind auch innen bemalt. Und zwar, wenn meine Nichte durchstößt, also es dann aufreißt, damit es trotzdem hübsch aussieht. Dafür sind sie auch innen. So, das sind die unteren 8. Dann kommen in die nächste Etage 10 Stück. So. Und so. Und so. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und hier hinten kommt dann die Nummer 10 hin. Ihr steht jetzt erstmal nur so grob. Und dann kommt hier vorne 2 Schornsteine hin. Und vielleicht hier so schräg als oder hier hin. Ich glaube, er kommt hier hin. So, und ich denke, so kann es dann erstmal sein. Ihr könnt das Ganze auch ein bisschen dünner machen und dafür höher. Ich bin jetzt am Überlegen, wenn man hier unten das nochmal hinpacken würde. Sähe das auch super süß aus. Dafür habe ich mich jetzt entschieden. Also, das hier ist der Rumpf, also das hier ist der Körper des Schiffes. Hier oben ist der Schornstein und dann der Rauch. Wenn ihr das möchtet, könnt ihr unterschiedlich farbiges Krepppapier benutzen. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich wollte das ein bisschen einheitlich, obwohl im Endeffekt wäre es cool gewesen. Aber jetzt ist es halt so. So, und das Ganze klebe ich jetzt mit meiner Heißklebepistole, die ich schon eben vorgewärmt habe, aneinander. Ihr könnt auch, hallo, immer diese Fäden. Ihr könnt auch anderen Kleber benutzen, müsst dann aber daran denken, dass ihr eine Trocknungszeit habt und der bindet auch teilweise einfach nicht so ordentlich und so schön ab, wie man das möchte. So, die werden dann einfach aufeinander gedrückt. Sind im ersten Moment super heiß. Verbrennt euch bitte nicht. Ihr wisst, ich sage das immer wieder. So, dann der nächste Schritt. Also das nächste. So.
darauf achten, dass ihr eine, seht ihr das? Ich hoffe, ihr seht es. Ja, diesmal sieht man es. Ich lege es mir hier vorne hin. Darauf achten, dass ihr eine gerade Fläche habt, weil es soll ja stehen. Und dass ihr das ungefähr in der gleichen Höhe habt. Dann kommt der nächste. Denkt dran, schnell arbeiten, denn das Zeug kühlt ja schnell aus. Das ist ja der Vorteil daran, man muss es nicht so unendlich lange halten. So, ich klebe das jetzt erstmal hier fest und würde sagen, meld mich dann gleich wieder. Das Schiff ist zusammengeklebt und es hält. Wichtig zu wissen, wenn euch so etwas stört, dann könnt ihr dann nochmal etwas drüber packen. Ich zeige euch gleich nochmal, wie das mit Verkleidung aussehen würde. Ihr könnt hier noch Dekoration dazwischen packen. Ich möchte es sehr puristisch. Ich werde da nochmal eine Leinwand dahinter packen mit einem Sonnenuntergang. Die will aber meine Schwester machen. Also ich werde sie nicht dahinter machen, besser gesagt, meine Schwester wird sie dahinter machen. Und ja, wie befüllt man sie jetzt? Klären wir erstmal diese Frage. Und zwar, wenn wir die umdrehen, können wir da super gut unser Zeug reinpacken. Und dann ist es von vorne drin, man sieht es nicht. Und das Kind kann es dann rausholen. Wichtig ist, weshalb ich es jetzt auch hinten nicht zuklebe, damit meine Schwester es dann befüllen kann, beziehungsweise damit wir es dann zusammen befüllen können. Ich mache das immer in Absprache mit meiner Schwester, bevor das dann darin endet, dass sie 50 Mal dasselbe hat. Und ja, das kann vorkommen, auch bei Kleinigkeiten. 50 Mal ein Playmobil-Pferdchen ist nicht schlimm, aber irgendwann mal wird es albern. Deshalb rede ich da immer mit ihr und was sie sich gewünscht hat. Und sie kennt einfach ihr Kind besser, als ich meine Nichte kenne. Ist ja irgendwie einfach logisch. So, ich möchte da jetzt auch noch Zahlen drauf machen, weil nicht jedes Türchen ist egal. Und dazu habe ich mir diesen Stanzer genommen. Keine Ahnung, von wem ich den habe. Pad Pending, ich habe keine Ahnung, von wem der ist. Er ist cool und er ist ein Stern. Stechen wir einfach mal in unterschiedlichsten Farben Sterne aus, weil das Ganze soll ja bunt sein. Das geht mit jeder x-beliebigen Form, die man möchte. Wenn man es ein bisschen weihnachtlicher haben will, kann man da Schneeflocken zu nehmen, obwohl Sterne sind recht weihnachtlich. Es ist auch kein idealer Stern. Also man sieht ihn, er ist ein bisschen verschoben. Oder? Ja, so ein bisschen. Aber ich finde ihn ganz hübsch. Und perfekt, er passt hier drauf. Da solltet ihr halt drauf achten, dass er nicht wirklich großartig übersteht, sondern vielleicht sogar ein bisschen kleiner ist. Und dann könnt ihr so viele, also ihr nehmt einfach die Farbe, die ihr möchtet. Ich nehme es so bunt, wie ich kann. Weil das Ganze soll einfach bunt werden. So, dann stanze ich mal die ganzen Sterne aus, 24 Stück. Und wir sehen uns gleich wieder. Ich habe jetzt 24 Sterne ausgestanzt. In verschiedenen Farben, beziehungsweise jede Farbe zweimal, auch wenn das und das Orange sehr ähnlich sehen, also sieht. Und werde da jetzt erstmal Zahlen draufschreiben, beziehungsweise vorher werde ich es noch umranden. Dafür nehme ich meine Streifen und einen Edding. Und werde die dann einfach so ein bisschen, ja, dass sie sich schöner abheben. Musik.
Zahlen sind beschrieben. Bis auf ein kleines, ich habe mich verschrieben, ist alles supi. Und jetzt werden die aufgebracht. Am besten so, dass nicht unbedingt die gleichen Zahlen nebeneinander liegen. Ich möchte aber auch gleichzeitig, dass meine Nichte, also die Beschenkte, suchen soll. Weil ich finde es einfach toll zu suchen. Beziehungsweise ich finde es einfach toll, wenn man bei einem Adventskalender suchen soll oder muss. Also muss ich mir jetzt überlegen, hier vorne das oberste wird auf jeden Fall die 1. Das habe ich mir schon überlegt. Das weiß ich schon. Sprich, da kommt jetzt Kleber drauf, nicht zu wenig. Und er wird dann hier oben drauf geklebt. Nicht zu fest drücken. Soll ja halten, aber nicht zerreißen. Ihr könnt das auch wieder mit Heißkleber befestigen. Das hält dann nochmal eine Spur besser. Ich finde es halt jetzt mit dem so eigentlich ganz angenehm. Die ganzen kleben. Sie müssen jetzt nur noch ein paar Minuten abtrocknen und vor allen Dingen abbinden, dass sich das Ganze verbindet. Der Kleber hat soweit jetzt abgebunden und tatsächlich bin ich jetzt erstmal fertig. Also wenn ihr möchtet, könnt ihr das gerne noch mit, also könnt ihr das gerne noch dekorieren oder ja, mit ein bisschen Watte oder noch mal eine Pappe drum. Ich zeige euch gleich noch mal drei andere Möglichkeiten mit anderen Motiven. Wie gesagt, hinten kommt noch eine Pappe dagegen. Das heißt, ich zeige euch das jetzt im Trockenzustand. Man nimmt ein Papier, schiebt das hier hinten drunter, kann sich das dann hier abmalen. Also wir werden das nicht abmalen. Meine Schwester möchte gerne eine große, also eine Leinwand bemalen. Und da kommt dann ein Hintergrund drauf, sozusagen Sonnenuntergang. Und da wird das dann drauf geklebt. Nachdem er befüllt ist, logischerweise. Und dann kann es dann nicht mehr rausfallen. Es ist zugeklebt und ja, es sieht schön aus. Wie gesagt, das wird aber erst nach dem Befüllen passieren und erst, wenn meine Schwester den Hintergrund gemalt hat. Das wollte sie unbedingt machen. Das ist auf jeden Fall schon mal mein Schiffchen. Dann habe ich noch zwei andere. Also drei andere Varianten. Schiff kommt erstmal zur Seite. Ich habe nämlich noch für drei Freundinnen, sollte ich noch welche basteln. Das hier ist ein Pilz, wie man unschwer erkennt. Ebenfalls 24. Hier habe ich mit Pappe einmal das Ganze drumherum gezogen. Und der wird ganz einfach befüllt. Meine Freundin möchte keine Zahlen drauf haben. Bei ihr ist das egal. So hat sie mir das erklärt. Sie möchte das nicht. Sie möchte das Ganze mit Watte verschließen. Das heißt, ich habe Watte am Start. Müsst ihr euch dann so vorstellen, da kommt was rein. Also, hier kommt Watte rein. Dann wird es umgedreht. Hier kommt dann was rein. Sprich, wir haben dann hier unsere Nuss, was auch immer. Und dann kommt noch mal ein Stückchen Watte und das wird oben drauf gepackt und ist hier überall Watte drin. Fand ich ganz süß, geht aber nur, jetzt kriege ich die Watte nicht mehr raus, geht aber auch nur, wenn es egal ist, an welchem Tag was gezogen wird. Das heißt,
wenn ihr eigentlich an jedem Tag das Gleiche habt. Also nicht das Gleiche, sondern jeden Tag was Süßes oder jeden Tag ein Autochen oder sowas und keinen Unterschied macht zwischen dem 6. und dem 24. Bei ihr ist das so. Und sie hat gesagt, mir reicht das, ich möchte gerne die und die Form, einen Pilz. Und ja, das ist mein Pilz für eine meiner Freundinnen, also für ihr Kind. Ihr Kind ist aber auch etwas jünger, deshalb geht das mit der Watte einfacher. Dass es selber die Watte rausziehen kann, ohne auf irgendwelche Zahlen zu achten. Und dann bleiben die einfach leer. Dann habe ich noch für eine zweite Freundin so ein Schneemann. Und der hat, wie ihr seht, auch der ist umrundet. Also der Korpus und der Kopf sind umrundet, sind stabilisiert. Und der Hut hat dann nochmal hier seine Krempe. Der steht dann auch frei. Und er bekommt dann Serviretten. Also eine ganz normale Weihnachtsserviette. Hier wird dann das Geschenk eingepackt und reingesetzt. Und vorne kann dann nochmal eine Zahl dran gesetzt werden, ein kleines Anhängerchen oder sowas, dass man dann weiß, welche Zahl man wann ziehen möchte. So. Dafür habe ich ja schon weiße gekauft, weil sie möchte unbedingt weiße haben. Logisch passt besser zum Schneemann. Und oben habe ich dann nochmal schwarze Servietten. Gleiches Prinzip, man nimmt eine Serviette, packt das Geschenk ein und stopft es dann rein. Man könnte auch, wenn man das möchte, kann man auch kleine Klappen bauen. Sprich, man schneidet dann aus einer Pappe die Größe aus, rund, klebt es dann mit einem Stück Pappe oder mit einem Washi-Tape oder sowas fest, dass es beweglich ist und mit einer kleinen Kugel kann man das dann öffnen. Das geht auch, aber nicht dieses Jahr. Und als letztes habe ich dann, daran seht ihr dann, wie es ungefähr aussieht, hinten eine Platte drin, also eine Platte dran, die habe ich mir die Form ausgeschnitten und gegengeklebt in Form eines Tannenbaums. Und auch der wird mit der Serviettentechnik befüllt und das ist dann ganz einfach, hier unten fängt es mit 1 an. Und dann geht es hier hoch bis 24. Deshalb braucht auch das keine Zahlen. Finde ich eigentlich ganz süß, die Idee. Sieht dann im Endeffekt, nehmen wir mal eine weiße Serviette. Und eine Nuss, damit es auch eine Form bekommt. Tatsächlich ist es einfacher, mit nur einem Teil der Serviette, also einem Viertel, das Ganze zu befüllen, als mit zwei. Also oder mit 4, wie ich es jetzt mache. Ich stopfe das rein und so sieht das dann aus. Dann hat man ganz viele Serviettchen hier drin. Und nein, die Kinder kriegen keine Nüsse. Meine Nüsse, das klingt jetzt auch falsch. Die Nuss lag hier noch von gestern von dem Adventskalender. Falls ihr meinen Last-Minute-Adventskalender noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch noch an. Haufen Aufwand, also nein. Hat furchtbar viel Spaß gemacht. Die Nüsse zu knacken war echt tricky. Habe ich aber auch nicht im Video gezeigt. Vielleicht sollte ich das irgendwann mal nochmal machen. Und ja, war aber cool. Der ist hier vorne auch leicht bemalt. Wie ihr seht, ihr habt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ihr könnt euch ganz viele Formen überlegen. Könnt da Klappen dran packen. Könnt das mit Krepppapier vorne verbinden. Könnt es freilassen. Wie ihr möchtet, feel free, also wie ihr da gerade Lust habt. Und ich finde, das ist eine coole, coole Sache. Ganz wichtig, Klopapierrollen sind nicht genormt. Das heißt, sie sind schepp, sie sind nicht gleich groß, sie sind nicht gleich dick. Damit muss man klarkommen. Wenn ihr immer wieder dieselbe Marke Klopapier kauft, ist es okay. Aber selbst wenn ihr zwischen Aldi, also zwischen Lidl und Kaufland mal wechselt, und da dieselbe dann kauft, ist da wirklich ein Unterschied drin. Das muss man so sagen. Und die stehen frei. Das finde ich total cool, dass die alle frei stehen können. Also man kann sie auch in den Raum reinstellen. So, was sagt ihr zu den Kalendern? Schreibt mir gerne eure Meinung mal in die Kommentare. Ihr wisst, ich freue mich immer über eure Meinung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Ihr wisst, ihr kennt das Spiel, ja?
Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, aber nichts mehr von mir verpassen wollt, würde ich einfach sagen, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, dann kann YouTube euch immer wieder informieren, sobald ich was Neues hochlade. Und ansonsten habt einen wundervollen Tag. Genießt noch die letzten 2 Tage vom November. Bleibt kreativ und wir sehen uns.